Sie die Rundschlinge mit der damit verbundenen Slackline und gehen Sie zum ersten Reckpfosten. Legen Sie die Rundschlinge um den Reckpfosten und klippen Sie ein. Legen Sie nun das Band in Richtung zweite Recksäule aus. Nehmen Sie die Rundschlinge mit der Ratsche sowie die Protection und gehen Sie damit zum zweiten Reckpfosten. Achten Sie darauf, dass das Band nicht verdreht ist. Legen Sie die Rundschlinge um den Reckpfosten und klippen Sie ein. Nehmen Sie nun die Protection und fädeln diese auf das Band auf. Achten Sie darauf, dass das Band nicht verdreht ist. Fädeln Sie das Ende des Bandes durch die Slack Ratchet. Spannen Sie die Slackline an. Ziehen Sie die Protection über die Ratsche. Bringen Sie den Hebel der Slack Ratchet hinter die Senkrechte, indem Sie den Verriegelungsschieber zurückziehen. Drücken Sie mit der flachen Hand den Hebel nach oben. Um die Outdoor-Erweiterung einzusetzen, fädeln Sie zunächst die kurzen Rundschlingen aus. Nehmen Sie eines der langen Bänder und gehen damit durch den Ring. Achten Sie darauf, dass das Band parallel liegt und nicht verdreht ist. Fädeln Sie nun den Slackbeiner wie gezeigt ein. Verfahren Sie mit der zweiten Schlinge ebenso.